Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich habe heute ein neues Kaffee- und Make-up-Video für euch, beziehungsweise ist es heute bei mir Proteinlimo und Make-up. Kaffee hatte ich schon und irgendwie ist mir heute nicht so nach Kaffee. Ich habe gerade hormonell bedingt hier zwei Ausbrüche. Ich fühle mich auch gerade absolut nicht wohl in meiner Haut, beziehungsweise in meiner Gesichtshaut, sag ich mal. Ich muss mich heute, obwohl es warm wird, muss ich mich echt ein bisschen schminken. Also ich weiß, im Moment mache ich mich wieder ein kleines bisschen rar hier auf YouTube. Es kommen Videos. Ich habe jetzt nicht mehr so viele in petto einfach. Das alleine, das ist im Moment ja so warm. Ich habe keine Lust, mich großartig zu schminken und es passiert halt im Moment einfach nicht viel. Deswegen habe ich nicht so viel, was ich euch zeigen kann. Aber ich will mich heute, wie gesagt, mit euch schminken. Ich habe hier mein Make-up-Täschchen. Es ist ein bisschen übersichtlich im Moment. Ich habe so ein paar Dinge ausgetauscht. Jetzt wollte ich mal gucken, welche... Ich wollte heute auch mal eine andere Foundation wieder benutzen. So, und... Dann legen wir mal los, ihr Süßen. Ja, für mich steht bald Urlaub an. Ich nehme hier wieder meinen allerliebsten Primer von Hamish, die Glow Base. Na, habt ihr bei mir schon 100.000 Mal gesehen. Hat Lichtschutzfaktor 50. Es ist jetzt meine zweite Tube, glaube ich. Die ist aber auch schon in den letzten Zügen. Ich habe zwar schon Sonnenschutz drauf, aber heute wird es auch wieder richtig sonnig und warm. Und ja, da kann doppelt hält besser, sag ich mal, ne? Genau, also in ungefähr anderthalb Wochen, ich weiß es gar nicht genau. Jetzt fahren wir in den Urlaub. Ich weiß nicht genau, wann ich das Video hochlade, deswegen, wir fahren in den Urlaub für eine Woche nach Dänemark. Da werde ich dann natürlich auch keine Zeit haben, zu drehen, beziehungsweise ich nehme garantiert nicht die Kamera mit. Ja, genau, deswegen jetzt, aber ihr kennt das ja, ne? Im Sommer ist es bei mir immer ein bisschen weniger mit dem Drehen. Ich weiß aber auch, dass es bei euch auch ein bisschen weniger mit dem Gucken ist, was ja auch vollkommen richtig ist, ne? Also man sollte natürlich die schönste Zeit des Jahres draußen verbringen, hauptsächlich, und nicht vorm Fernseher oder vorm Handy oder so. Ne? Zwischendurch mache ich das auch. Abends gerne mal ein bisschen. Oder wenn ich mal eine kurze Mittagspause zwischendurch mache, mache ich das auch schon mal ganz gerne, aber nicht stundenlang. Ich möchte die endlich mal wieder verwenden. Das ist ja eigentlich schon seit Jahren mit einer meiner liebsten Foundations hier, die Perfect Match von L'Oreal. Die kennt, denke ich mal, jeder von euch. Oh, werde ich mir jetzt mal hier... Ich hoffe, ich habe nicht zu viel genommen. Auftragen. Ich habe meinen Spiegel heute ein bisschen weiter wegstehen. Da habe ich übrigens bei dieser Foundation habe ich die Farbe im Moment jetzt 3N und im Winter habe ich 2N. Das Schöne bei dieser Perfect Match Foundation ist, man sagt ja, dass die sich so ein bisschen dem Hautton angleicht. Dem ist aber nicht so. Also man muss schon richtig auf die Farbe achten, ne? Aber das Coole bei denen ist halt einfach, dass das auch eine Foundation ist, die sich wirklich, die es nicht nur von der Helligkeit Unterschiede gibt, sondern halt auch vom Hautunterton. Also bei mir zum Beispiel dieses 3N, ist halt für neutralen Hautunterton, also weder warm noch kühl. Also ich kann das bei mir nicht so genau sagen. Also ich würde eher sagen, dass ich so neutral bin. Mit Tendenz zu kühl vielleicht, aber schon eher neutral. Und dann gibt es noch die Farben mit einem R dahinter. Das heißt, glaube ich, so für Rosé mehr. Das ist dann... jetzt habe ich hier einen Pinsel, ja. Für die kühleren Hautuntertöne, und W ist dann halt warm für die warmen oder ne, Hautuntertöne, gelblichen Hautuntertöne. Haben ja auch sehr, sehr viele. Also da könnt ihr auf jeden Fall mit der L'Oreal Foundation da ein schönes Match
machen. Wenn ihr Farben austestet, achtet in der Drogerie, wenn ihr da guckt, immer darauf, also das Licht ist da immer nicht gut. Ich würde mir einfach, wenn ihr vorhabt, ihr wollt jetzt in DM oder Rossmann gehen und wollt euch da mal Farben, wollt mal Farben ausprobieren, macht das, nehmt euch einen Handspiegel mit, nehmt euch, ja, probiert was aus und probiert das mal hier, beziehungsweise hier am Hals, macht ihr so ein bisschen hin und dann geht ihr mal nach draußen und guckt euch das im Spiegel bei Tageslicht an. Das ist nämlich, oder wenn der Laden ein Fenster hat, dann auf jeden Fall ans Fenster. Es kommt ja mal drauf an, wie die Läden so liegen, ne? Genau, und dann guckt ihr euch das mal so bei Tageslicht an. Das macht nämlich einen riesen Unterschied als mit diesem künstlichen Licht da an den Theken. Ich habe auch heute Bad Hair Day. Ich sag's euch, heute ist überhaupt nicht so wirklich mein Tag, ne? Habt ihr das auch, dass ihr manchmal euch, wenn ihr da eure Regel habt, dass ihr euch da nicht so wohl fühlt? Also bei mir wird das auch jetzt echt mit den Jahren, wo ich älter werde, wird das auch gefühlt, leider immer schlimmer und immer doller. So, ich nehme jetzt heute, ich habe Lust auf ein bisschen Cremeprodukte. Ich habe hier von Charlotte Tilbury immer noch diese Contour Wand. Das möchte ich nämlich auch langsam aufbrauchen. Ich werde es mir wahrscheinlich irgendwann definitiv nochmal kaufen. Ich finde das nämlich ziemlich gut. Aber durch dieses Puffelchen, was hier vorne dran ist, ist natürlich jetzt nicht die hygienischste Art und Weise. Deswegen, ich mache das immer einfach so mit dem Pinsel. Deswegen will ich die nicht ganz so lange geöffnet haben, ne? So, hier mit dem Pinsel rein. Und das kann man mit dem Pinsel eigentlich sehr schön ausblenden hier. Versuche ich immer, dass ich damit nicht zu weit nach unten komme. Ich komme mit der Farbe gut zurecht. Das ist so eine, also ich benutze dann auch keinen Bronzer mehr, weil ich finde, das ist so ein, ja, es ist nicht richtig kühl, es ist aber auch nicht richtig warm, finde ich. Also das kann man ganz gut so als so eine Mischung aus Kontur und Bronzing. Kann man das ganz gut verwenden. So, mit dem Rest gehe ich mir jetzt hier so ein bisschen über die Nase. So, ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Also wenn ihr das mal im Angebot oder überhaupt euch gönnen möchtet, also ich kann es wirklich empfehlen. So, mein Blush habe ich auch hier von der Charlotte Tilbury, von der Matte Blush Wand in der Farbe Pillow Talk habe ich. Ist so ein helles Rosé eher, aber finde ich eigentlich eine schöne, natürliche Farbe. Genau, so, was kann ich euch denn noch Neues erzählen? Ich überlege gerade. Was kann ich euch Neues erzählen? Eigentlich ist gar nicht so viel Neues bei mir passiert. Also ich bin nach wie vor, mache ich gerne und eigentlich auch sehr, sehr regelmäßig Sport. Also ich bin jetzt auch wieder im Fitnessstudio, habe ein neues. Ich hatte jetzt zum Ende dieses Monats, mein altes Fitnessstudio gekündigt, weil mir das einfach zu teuer geworden ist, da, weil so doll nutze ich es dann leider auch nicht, als dass sich das lohnen würde, und das ist immer teurer geworden. Deswegen hatte ich das gekündigt. Beziehungsweise hatte ich in einer Zeit gekündigt, wo ich überhaupt keinen Bock auf Sport hatte, letztes Jahr. Wenn wir ein bisschen Lippenpflege drauf machen. Habe ich letztes Jahr in einer Zeit gekündigt, wo ich überhaupt keinen Bock auf Sport hatte. Das hat sich ja dann wieder relativiert, aber ich hatte dann keine Lust, in dem Fitnessstudio das Ganze zu verlängern. Naja, so, ich habe mir eine neue Palette in meine Tasche reingetan. Ich hatte ja die ganze Zeit die von Revolution. Und da die eine Farbe, die ich am liebsten benutze, jetzt leer ist, habe ich mir die jetzt hier mal rausgeholt. Die habe ich noch nicht so ganz so lange, von Morphe. 9M Midnight Dune. Die hat halt hier
diese Farben, das sind halt so die, die ich echt gerne mag und mich interessieren halt am meisten hier die und die und die und die auch. Ja, und manchmal, wenn ich Bock auf Glitzer habe, auch die, das ist mir jetzt eigentlich so ein bisschen zu dunkel. Aber das ist so ein Schwarzglitzer mit so, ja, goldgrünlichem Glitzer drin. Und ja, zwei dunkle Brauntöne sind da noch drin. Aber die sind mir meistens, macht mich das zu krank. So, ich nehme jetzt erstmal hier diesen hellen Ton. Und den gebe ich mir hier auf mein komplettes Lid einfach drauf. Der hat eine wunderschöne Farbe, der ist so ähnlich wie der Ton, den ich in der anderen, in der Revolution Palette so gerne mochte. Der sieht in der Palette hier, finde ich, eher beige aus, aber ich finde, auf dem Auge kommt er eher gräulich, so taub, ganz, ganz helles Taub rüber. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich möchte, diese Farbe. So, das gebe ich jetzt und die ist auch richtig schön. Richtig schön deckend, finde ich, könnte ich auch einfach so nur so tragen. Und das hält auch wirklich, habe ich gestern schon so gemacht, hält den ganzen Tag total gut. So, und dann nehme ich mir jetzt hier den Ton hier unten. Nee, Quatsch, welchen hatte ich denn gestern? Den? Nee, den hier oben. Den. Für die Lidfalte. Ja, genau. Einen etwas helleren. Einfach hier so ein bisschen in der Lidfalte wischen, um die so ein bisschen einfach zu vertiefen. Ja, wir haben Sommerferien, ne? Also wir sind jetzt im Moment, wo ich das drehe, gerade in der zweiten Sommerferienwoche. Wir haben, unser Kind ist im Moment noch in der Betreuung, aber dauert nicht mehr lange, eine Woche muss ich noch arbeiten und dann haben wir auch endlich Urlaub. Wir haben die letzten drei Sommerferienwochen Urlaub, da freue ich mich auch echt jetzt schon drauf. Also es wird Zeit, es wird echt Zeit, es ist so der erste richtige Urlaub dieses Jahr. So, ich gehe jetzt mit der anderen Farbe doch noch mal ein bisschen da drüber, das ist mir ein kleines bisschen zu dunkel geworden. Ja, wie gesagt, also dieses Jahr fahren wir leider nur eine Woche nach Dänemark. Ich meine, ich freue mich da auch drauf, einfach Familienzeit zu verbringen. Aber ansonsten, ja, ist halt eigentlich leider nicht so meine allerliebste Vorstellung von Urlaub. Ich habe nämlich, wir sind ja totale Bergeliebhaber, ne? Wir lieben ja das Allgäu, das Berchtesgadener Land oder auch so Zugspitzumgebung, das Ganze alles in Bayern. Lieben wir und da fahren wir auch normalerweise immer hin zum Wandern. Aber wie gesagt, unser Hund kann es leider gar nicht mehr und wir wollen die auch nirgendwo hingeben jetzt, weil die wirklich ultra alt ist. Also so geht es ihr gut, aber wir wollen natürlich erstmal niemandem das zumuten, dass da irgendwas passieren könnte. Und ja, zu jemand Fremden zu geben, kommt sowieso gar nicht in Frage. Also das ist sie nicht gewohnt. Die hängt wahnsinnig an uns. Also die ist ein totaler Familienhund. Also da würden wir ihr so schlimme Dinge antun. Und die ist ja jetzt auch ein bisschen schon wirklich alt und ein bisschen dement. Und ich glaube, das würde die überhaupt nicht verstehen, wenn die plötzlich in einer anderen Umgebung wäre. Sowas wie eine Hundepension, nur damit wir in Urlaub fahren können. Also das würde ich niemals übers Herz bringen. Ja, und sie ist ja ein großer Hund. Und ja, da kann es halt auch immer mal sein, sie läuft zwar noch ganz gut, weite Strecken jetzt nicht mehr, aber es kann immer mal sein, dass sie mal einen schlechten Tag hat, dass sie auch mal eine Treppe hochgetragen werden muss. Das kommt äußerst selten vor. Meistens schafft sie unsere Treppe noch alleine, aber man muss sie zum Beispiel ins Auto heben und sowas. Oder vor allen Dingen, wenn sie zum Tierarzt müsste. Ne? Also früher hat schon mal, wenn wir nur eine Woche oder so weg waren, haben meine Schwiegereltern schon mal aufgepasst. Ne? Die Leute, die kennt sie von Anfang an. Und da fühlt sie sich auch wohl. Ne? Also das wäre kein Problem. Aber das geht mittlerweile jetzt halt leider auch nicht mehr aufgrund dessen, dass sie halt mal getragen werden müsste und das da meine Schwiegermama einfach nicht schaffen würde und meine Mama auch nicht, verständlicherweise. Ne? Ich meine, der Hund wiegt fast 40 Kilo. Da habe ich schon
Ja, ich kriege die ins Auto, das ist jetzt kein Problem. Aber zum Beispiel so eine Treppe würde ich mich nicht trauen zu tragen, weil die hält ja nicht immer komplett still, ne? Das ist übrigens eine ganz, ganz tolle Mascara von Catrice, die braune Pure Volume Mascara. Die ist richtig, richtig toll. Habe ich jetzt auch letztens angefangen zu benutzen. Ich hatte ja von L'Oréal mir eine braune gekauft. Die war auch richtig gut. Aber die hier, die ja eigentlich, sag ich mal, weniger als die Hälfte kostet, die kann da echt sehr, sehr gut mithalten. Und die hat auch jetzt bei mir nicht so, nicht abgestempelt oder so. Und die lässt, also die ist nicht so, ist jetzt nicht so hart wie eine schwarze Mascara, ne? Gerade für Menschen, die vielleicht ein bisschen, ja, von Natur aus etwas hellere Wimpern haben, kann es sein, dass so schwarze Mascara manchmal ein bisschen hart wirkt. Und da kann man mit so einer braunen Mascara, das ist eigentlich ja kein Riesenunterschied, aber so ein bisschen, das ist so ein bisschen weicher, ne? Und ich finde, die macht ganz tolle Wimpern. Gefällt mir richtig, richtig gut und kostet unter 5 €. Ist wie gesagt Magic Brown Mascara. Die werde ich mir auf jeden Fall, werde ich mir die nochmal holen. So, ja genau. Und deswegen wollte ich halt eigentlich nur erzählen, deswegen fahren wir halt in diesem Jahr nach Dänemark und nicht in die Berge, weil unser Hund halt nicht mehr mitlaufen kann. Nee, und wir sie nicht alleine lassen möchten und sie soll ja mit uns dabei sein. Und wie gesagt, deswegen fahren wir nach Dänemark. Haben da ein sehr, sehr schönes Haus gemietet. Nehmen auch unsere Mütter mit und ja, fahren dann quasi zu sechst mit Hund dann dahin. Und wie gesagt, also freuen uns da eigentlich auch schon sehr drauf. Also wie gesagt, ich habe das so am Meer, oder ich bin sowieso nicht so der Strandtyp, ne? Ich mag nicht so gerne so Sand an mir zu haben und so, das weiß ich nicht. Ich bin auch nicht gerne in natürlichen Gewässern, gehe ich auch überhaupt nicht gerne rein, wo Fische und all sowas drin sind. Ja, ist leider nicht so meins. Ich finde das unheimlich gruselig. Also wenn, gehe ich wirklich nur dahin, wo ich stehen kann, wo ich alles sehen kann, und ich würde niemals irgendwie rausschwimmen oder so oder im offenen Meer irgendwie von einem Boot ins Wasser gehen. Das ist für mich unvorstellbar, könnte ich nicht. Ja. Und deswegen ist das jetzt, ja, und da, wo wir sind, ist es, glaube ich, Nordsee. Wird wahrscheinlich eh total kalt sein, denke ich mal. Da, aber der Strand, der ist sehr, sehr schön. Also da kann man schön laufen, auf jeden Fall. Und ansonsten, denke ich, werden wir sehr viel Zeit dann auch in unserem Haus da verbringen. Wie gesagt, wir haben da auch einen schönen Außenwhirlpool und da so ein kleines Fußballfeld und einen kleinen Spielplatz und ganz, ganz viel Platz für uns, dass wir uns da richtig schön ja, bewegen können. Und ganz ein Spielzimmer haben wir da auch mit einem Kicker und ja, einfach eine schöne Familienzeit verbringen, raus aus dem Alltag, was Schönes zusammen kochen und ja, viele gute Gespräche führen. Und das ist eigentlich das, worauf ich mich am meisten freue. Genau. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie euer Urlaub in diesem Jahr so aussieht oder vielleicht auch schon aussah. Vielleicht wart ihr ja auch schon im Urlaub, für die, die nicht auf Ferien angewiesen sind. Oder wenn ihr das noch vor euch habt, schreibt es mir sehr, sehr gerne. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt wie immer einen wundervollen Tag. Bleibt mir gesund, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!